Die Tendenz ist sehr klar steigend. Ich sehe, wie er näher kommt. Wow, oh, ist er so langsam? Okay, na, es kann sein, dass ich manchmal rüber switche zu Bayerisch oder das Schweizerische. Ich habe ja selbst nicht so einen Blick. Aber okay. Also meine werten Freunde des gepflegten Sonnenscheins, herzlich willkommen zum Rennen in Brasilien. Die Sonne ist knoddering from the Himmeling and Dana is rocking the pisting. And yes, wir schalten mal wieder auf Deutsch. So sieht das Ganze aus, ja. Also momentan die ganze Situation sieht wie folgt aus. Dana hat eine Bestzeit von 1:15. Oh, man stelle sich vor, das geht eigentlich übers Mögliche hinaus. Er besitzt noch eine volle Packung Curse, die er jetzt einsetzt. Mensch, ist auch genau getimed, also wirklich sehr gut. Und ja, der Moderator oder der Kommentator, der hat überhaupt keine Lust, auf andere rüberzuschalten. Wir werden nur unten denen hier bleiben und die ganze Sache genau unter die Lupe nehmen. Jetzt wird eine Kurve kommen, die sehr problematisch wird. Ich habe sie nie in der Übung hingekriegt und der bremst auch viel zu doll ab, landet dann auch noch ein bisschen im Gras und kommt hier raus. Meine Güte. Keine Zeit verloren. Leute, das ist auch total. Ja, jetzt sind wir auf Bayerisch, ja. Das hören wir auch ein bisschen. Aber das, ich kann es gar nicht richtig umschalten, ja. Das ist, geht in einem Fluss rüber und jetzt. Jetzt komme ich aber auch nie wieder zum Sächsischen. Auf alle Fälle, zurück zum Spiel. Vor uns ist unbekannt. Ich sehe nicht genau, welcher Name es ist. Aber wer ist denn das? Genau, können Sie das mal sagen? Der Kovalein ist es. Der Kovalein ist vor Dena. Wir müssen mal gucken, ob er das schafft. Die Tendenz ist sehr klar steigend. Ich sehe, wie er näher kommt. Wow, was macht er so langsam? Meine Güte, Ich glaube, das liegt einfach daran, dass er gemerkt hat, dass hinter dem werten Dana ein sehr sächsischer Moderator ist und da hat er einfach Platz gemacht, ja? Das Ganze ist Platz gemacht, auf Mitte der Strecke anhalten. Ja, das ist einfach nicht normal, ja? Aber der Sturziopath ist fast ja in ihn auch reingefahren. Nicht normal, ja? Normal ist das nicht. So. Jetzt kommen wir wieder zur werten Kurve. Ja, jetzt sind wir wieder auf einem anderen Dialekt. Aber jetzt kommen wir zur Kurve. Mal sehen, ob er diese Mal besser hinkriegt. Und das. Ach, da geht's raus. Das ist ja ein Ding. So. Jomi, jetzt versuchen wir mal wieder Sächsisch hier so ein bisschen reinzukriegen. Oh, jetzt haben wir die sächsische Schiene wieder. Ja, meine Güte. Ich kann das gar nicht richtig steuern. Das ist einfach nur, das geht so rüber und rüber. Also gucken wir mal. Immer noch die Sonne knattert vom Himmel. Ich wiederhole mich ein bisschen, aber. Das ist auch ziemlich monoton, weißt du? Es geht ja gleich rein in die Box. Weißt du, in den USA ist es ja so, dass da bei NASCAR-Rennen und so, ich weiß nicht, ob es auch bei IndyCar ist, da sind manche Fahrer direkt mit dem TV verbunden dann, immer unterschiedliche Fahrer, und die können dann das während des Rennens sprechen, die dann werden praktisch während des Rennens interviewt sozusagen. Während des Rennens werden sie gefragt, da, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, jetzt hier much dust on the track und so. Zumindest bei Safety-Car-Phasen sowas. Ja, zumindest bei Safety-Car-Phasen oder vielleicht in der Box werden die dann richtig gefragt. Irgendwelche Fragen werden die gefragt. Und dann wird geantwortet. Von den Rennfahren, direkt live während des Rennens. Wird live übertragen, alles. Richtig Hammer. Ja, ist ja richtig Hammer. Da würde ich ja voll gegen die Wand fahren. Was würde denn so ein Moderator in diesem Fall in Dena fragen? Weil er jetzt die Chance dazu hat. Dena, können Sie vielleicht mal Folgendes machen? Kriegen Sie das hin, sagen Sie mal, ob Sie das irgendwie schaffen, weil ich, das ist für mich absolut interessant, weil ich damit sehr viele Probleme habe mit diesem Fakt, den ich Ihnen jetzt gleich sagen werde. Da habe ich ganz große Probleme und deshalb wollte ich mal fragen, ob Sie das jetzt für mich mal machen können, so eine Untersuchung, ja, vollstrecken können. Könnten Sie das mal machen? Ja, da bin ich ja durchaus dabei. Am besten gut. Fragen nur auf den Geraden. Ja, gut, dann warten wir mal, wenn die Frage, wenn die Gerade kommt, dann frage ich Sie mal, ob Sie Folgendes machen können. Jetzt kommt sie. Und zwar, Sie nehmen jetzt zwei Finger. Haben Sie die zwei Finger? Ja, ich fahre mit denen. Gut. Jetzt habe ich dann zwei. Ich kann aber nicht lenken. Noch ja, wie lange grad, noch? Wow. Ja, jetzt noch mal. Die zwei Finger müssen Sie am Hals nehmen und dann eine Minute zählen, wie der Puls ist. Weil ich habe richtig große Probleme mit dem Puls, ja. Das ist nicht normal. Und deshalb wollte ich Sie mal fragen, ob Sie das nicht mal machen können. Okay, ne? Eins,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, nein! Geschafft. Nein! Und die. Wow! Ja. Junge, Dena, wie war denn jetzt der Puls? 5. 5? Das ja. Ist aber, da sind sie doch schon tot in einer Minute 5 Schläge. Oha! Das ist Dena-Style. Soll ich reanimieren? Kann ja mal vorbeikommen. Wenn Junge, wir, ich. Alter! Wenn wir hier schon so eine Konversation führen können, dann würde ich ja gerne mal von jemandem, der so einen großen Überblick hat, wissen, was ist denn da vor mir los? Also, der Reiken, wie weit ist der entfernt und sowas? Ja, das ist für mich eine kleine Mission Impossible, weil ich nicht ganz die Steuerung der Kamera hier kann, aber wir werden mal kurz versuchen, rüberzuschalten zu den Gegner. Bis dahin können Sie die Zuschauer unterhalten, ja? Ich versuch's mal irgendwie hinzukriegen. Okay. Bühne frei für Dena. Ja. Na gut, ich bin jetzt hier wieder auf der Startplatz hier gerade und wir haben noch. Jetzt haben wir noch 2 Runden und dann noch 3 und dann die 16. fällt, die 17. die 18. Noch 3 Runden ab jetzt und ich sehe vor mir, dass der 8 Sekunden weg ist und ich habe keine Ahnung, wo der die rausgefahren hat, weil ich habe auch ganz vergessen, wie ich war doch erst, als ich in die Box gefahren bin. Gut, das kann auch daran liegen, dass der vorher abgebogen ist in die Box. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte mich ja so leicht gedreht, aber 8 Sekunden, ja wow, das ist blöd. 8,5 Sekunden, die Zahl merke ich mir mal, um dann mal zu schauen, ob ich mich da irgendwie somehow verbessern kann. In diesen 2,5 Runden, die ja jetzt fast nur noch sind. Und so, Jaume, wir können wieder rüberschalten. Wir sind bereit. Hier sind, wir sind live bei Raikönen. Ja, der ist momentan. Warte mal, wer ist denn? Also, Raikönen ist der Zweite. Ja, und vor denen ist. Wer ist das? Das ist Grosjean. Und diese sind sehr knapp aneinander. Auf der Minikarte kann man erkennen, dass der Werte Dinger hinten so ein bisschen rumschleicht. Aber das sind maximal, ach, die sind bestimmt 6, 7 Sekunden. Das ist ja, wirklich. Das sind 7,982, wenn ich die aktuellen Zwischenzahlen, die mir gerade von meinem Team durchgegeben wurden, erwähnen darf. Ja, nee, aber das sieht, ich gucke jetzt mal, ob die hier irgendwelche Fehler machen, ja? Okay. Ich werde das Ganze jetzt von der anderen Seite betrachten und gucken, ob du hier ein bisschen näher kommst. Oh, wir sind ja auf Sächsische umgeschaltet. Ich merke das ja gar nicht mehr. Aber auf alle Fälle, Mensch. Die letzte Rennrunde. Ja, das ist auch total logisch, weil der Raikönen, der benutzt hier überhaupt nicht sein DRS, ist total der Schlingel, meine Güte. Wieso muss ich Kovalainen jetzt schon wieder überholen? Habe ich den nicht schon mal überholt? Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf Schumacher. Ich weiß auch nicht, aber auf alle Fälle sieht das nicht so aus, dass sie hier irgendwie noch was reißen können, Herr Werther Dena. Weil das sind ja nur noch 2 Runden hier. Das stimmt wohl wieder. Aber am Ende der letzten Runde habe ich was aufgeholt und habe es aber jetzt wieder verloren, weil ich glaube, meine erste Kurve schlecht war. Aber in 2 kurzen Runden, die 2 Runden, die dauern ja zusammengenommen nur 2 Minuten 30. Also, oder ja doch, 2 Minuten 30, ja, nicht mal ganz. In 2 Minuten 30 da 8 Sekunden rausholen, das ist ja selbst mit einem Wunder nahezu unmöglich, leider. Aber ich möchte erinnern, was war mein Ziel? Ich glaube, Podium war dein das Ziel. Das war Podium. Und also Rückstand von Schumacher ist 7,876. 4,876. Und also ich würde ja jetzt auch nochmal das Mikrofon in die Hand nehmen und in der letzten Runde etwas loswerden, ja. Also ich würde jetzt mal hier, wenn ich eine Gabel hätte gegen das Glas, so machen und aufstehen und eine Rede halten. Meine werten Kollegen des gepflegten sturzsympathischen Dena-Style, ich möchte wirklich aus der ganzen Saison, die wir gefahren sind, mit Leidenschaft und mit voller Energie und Sturzsympathie und dem ganzen anderen, was uns über die Quere gekommen ist, möchte ich ganz besonders den werten Dena hervorheben, ja. Also er war wirklich eine sturziopathische, also, na, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Das kann natürlich daran liegen, dass ich auch kein guter Moderator bin, ja, das kann daran liegen. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir jetzt schon wieder auf dem berlinerischen Dampfer sind. Nee, ich komme aus dem Konzept. Ich wollte einfach nur sagen, ja, der werte Dena ist ein Dena, den gab es so auf YouTube noch nie, ja. Also wie dort die Piste rockt, ja, und mit welcher Eleganz, ja, der fährt die Runde so schnell, dass ich noch nicht mal meine Rede beenden kann. Aber auf alle Fälle wollte ich sagen, Dena, du hast meinen Respekt durchaus. Ich danke dir. Ein sehr guter dritter Platz. Sehr guter dritter Platz für dich, ja, dieser.
Da wurde ich ja nochmal richtig sentimental in den letzten Kurven. Da stiegen mir die Tränen, stiegen mir in den Augen hoch. Ne, die liefen wenn dann runter, aber... auch nochmal Applaus an Romain Grosjean, der den ersten Platz gemacht hat, natürlich unter diesen echt technisch sehr widrigen Bedingungen des letzten Rennens. Auf jeden Fall sind wir in der Fahrerwertung, das muss man ja nochmal zum Ende hervorheben. Ich habe den Kamui Kobayashi nochmal abgezogen. Und zwar sind wir punktgleich, aber ich habe wahrscheinlich einen Sieg mehr oder einen zweiten Platz mehr als dieser Kamui Kobayashi. Deswegen bin ich nochmal auf den sechsten Platz vorgerückt, das ist ja unglaublich, ich freue mich gerade richtig, ich hätte ich selbst gerade rein gedacht. Und ich bin Neunter, und du bist der Stoßpart ist Neunter. Nicht Romain Grosjean ist hinter dir, auf dem 10. Platz, ja? Und sie hat heute gewonnen sogar, aber trotzdem bist du vorhin geblieben. Hammer. Wo sind wir nochmal hier? Wir sind in der Konstrukteurswertung, sind wir auf den 5. Platz geblieben, natürlich. Ey, 5. Platz, das ist doch ja, gut, oder? Ja, hinter uns ist Mercedes, hinter uns ist Williams, hinter uns ist Sahara Force India. Ist natürlich das realistisch KTM. Oder ist das unrealistisch? Das ist realistisch, hinter uns ist ja sogar Lotus, also dass wir vor Lotus und vor Mercedes sind und eigentlich auch vor Williams und eigentlich auch vor Force India, das ist eine Leistung. Das, ja, das na darf ja, man da zu tief hängen. Und ja, deshalb habe ich auch die Rede gehalten. Ja, du bist ja ein sehr, hätten wir dich nicht, ja, dann wäre das nicht so möglich gewesen. Ja, aber jetzt also, ich möchte auch am Ende der Saison nochmal den Sturz hier loben, weil das war einfach, als ich den Sturz hier gefunden habe auf YouTube, beziehungsweise als, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber in irgendeiner Skype-Konfi hatte irgendjemand ein Video von dir rumgeschickt. Ich fand das Hammer, wollte eh irgendwann mal Rennspiel jetzt spielen. Ich dachte mir, Formel 1 ist ja eh, ich gucke eigentlich sehr gerne Formel 1 und du hast es ja gemacht 2011 oder 2011, ja 2011, und da dachte ich mir, ja super, also wenn man da mal was mit dem zusammen machen könnte, das wäre ja super. Einfach mal angeschrieben, ewig keine Antwort bekommen, dann nochmal hingeschrieben und dann plötzlich, oh, du warst das. Und dann irgendwie doch noch, also fast wäre das nichts geworden mit dem Stoß für mir, aber dann ist es doch was geworden. Und es ist, glaube ich, eine super Saison geworden. Also, wie viele Folgen sind das jetzt? 40 Folgen haben wir gemacht. 40 Folgen für euch in dieser ersten Saison. Und ich glaube, ihr könnt mir zustimmen, dass das hatte seine Höhen und Tiefen, aber das war echt... Ich würde sagen, das war mein bestes Let's Play bis jetzt. Also mein bestes in dem Sinne von das, was mir echt am besten gefallen hat. Also wo ich selbst sagen kann, das Let's Play, also so als 40 Folgen Let's Play, da durchgehend so eine hohe Qualität zu liefern, an Entertainment auch, das ist der Hammer. Und ich hatte auch selbst richtig viel Spaß immer jeweils in den ganzen Rennen mit dem Sturz. Ich habe den Sturz manchmal gedrängt, komm, wir müssen aufnehmen. Nicht nur, weil ich neue Folgen für euch wollte, sondern auch, weil ich selbst für mich endlich mal wieder mit dem Sturz hier fahren wollte und gegen ihn kämpfen. Das war immer das Beste. Wir haben uns am Anfang der Saison haben wir ja gesagt, ja, Sturz, also wenn wir irgendwann, weil da habe ich ihn ja überrundet in Melbourne, wenn wir am Ende der Saison uns vielleicht nochmal so ein paar Kämpfe haben, das wäre der Hammer. Und was war, ab Monaco haben wir uns eigentlich in fast jedem Rennen immer mal wieder duelliert, habe ich das Gefühl gehabt. Sogar, hast mir sogar in Spanien war es, glaube ich, das erste Mal, wo du mich überholt hast. Da lag es noch fast an einem Fehler von mir, obwohl du auch so sehr schnell dort warst. Aber es hat sich alles gesteigert bis zum Ende dieser Saison und Hammer. Also ich kann nur sagen, Hammer. Und dass es jetzt zu so einem sturziopathischen Ende mit einem Frame pro Sekunde in die Wand krachen gekommen ist, das muss ja auch irgendwo sein. Das ja, kann nicht genau. Immer alles das perfekt kann man gar nicht beeinflussen, ja? Ja. Das ist einfach so vorprogrammiert. Nein, also meine Güte, da kann ich gar nicht mithalten mit meiner Rede. Also definitiv kann ich auch sagen, dass dieses Projekt, also was Spannung angeht, was an Zeit, ja, also Vorbereitung, Üben, aber alles mit wirklich Freude. Also ich hatte auch wirklich sehr krasse Freude dran, ne? Obwohl ich wirklich Angst hatte. Also wo ich hier wusste, dass wir zusammen das Projekt machen, da hatte ich echt Angst, weil und dann ich wollte auch auf Amateur spielen, ne? Und dann kam ja der Werte Dena und hat auf gesagt, nee, wir spielen fortgeschritten. Und jetzt sind wir auf Profi und das habe ich wir haben es das hingekriegt, dass ich in Texas hier 18. Das geht ja noch, weißt du, das hatte ich früher mit Amateur vielleicht geschafft. Und Dena hier auf Podium und manchmal sogar, was bist du jetzt, bist du der Dritter und sonst auch manchmal, was war dein Bestes im Profi? Doch, Profi war Dritte das Beste. Wir sind ja nur 4 Rennen gefahren auf Profi. Aber ich glaube, noch ein paar Rennen weiter auf Profi. Und man muss ja auch sagen, auf Toro Rosso. Also in den Trainings habe ich manchmal auf Mercedes gespielt, also McLaren Mercedes. Das ist ein viel besseres Auto, ernsthaft. Also da habe ich echt ohne Probleme auf Profi manchmal den ersten Platz geschafft. Das heißt, also auf Toro Rosso muss man nochmal sagen, der Sturzio, wenn ihr jetzt sagt, ja, auf Profi fahre ich aber auch vorne dabei. Aber wenn ihr das mal mit dem Toro Rosso probiert, das ist doch deutlich eine Ecke schwerer, auch wenn wir nicht die besten Formel 1 Fahrer sind.
Ja, ja. Aber was ich noch sagen wollte, ist also, was er einerseits, den er hier spielerisch hingelegt hat, ist eine Wucht in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie ihr seht, aber für mich ist es eine Wucht, weil ich halt nicht verstehen kann, wie er das so hinkriegt. Obwohl er mit einem Sturz den Partner aufnimmt, der hier manchmal ein bisschen mit einem Frame in die Wand traut. Aber ansonsten, aber auch dieses an sich, dieses ganze Persönliche, muss ich jetzt mal so sagen, ja. Wir haben auch schon viel gequatscht vor den Aufnahmen und nach den Aufnahmen und es ist einfach wirklich, also Dena, du bist ein sympathischer Typ und machst bombenmäßige Let's Plays, wollte ich dir mal so am, so, man kann ja auch mal jetzt ein bisschen loben, jetzt mal ernsthaft gesagt. Danke. Wirklich richtig tolles Let's Play. Ich finde, es war nicht das tollste Let's Play wegen dem Spiel, das auch einerseits, aber auch andererseits, weil es einfach, ich finde, es hat einfach gepasst. Da haben einfach sich alles harmoniert. Genau. Das war super. Und diese ganze Rede, die wir jetzt nochmal zum Ende der letzten Folge, das ist ja, wir machen hier eine krasse Überlänge. Aber das musste einfach auch alles mal raus. Und das hört sich jetzt fast so an, als genau, ob das jetzt nochmal so alles zusammenfassend, als ob das jetzt das Ende wäre. Aber es ist nicht das Ende. Das ist nur der Anfang. Stoßi und ich, wir werden weiterhin was zusammen machen. Und da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Jetzt erstmal wird es eine kleine Pause geben, bevor wir wieder was zusammen machen. Denn der Stoßi hat aber einige Projekte, die auf jeden Fall solltet ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. Wo er einige Projekte hat und wenn er sich da alles ein bisschen alles so seinen Gang läuft, dann werden wir auf jeden Fall wieder was zusammen in Angriff nehmen. Was, das müssen wir noch entscheiden. Ob es eine zweite Saison wird, wissen wir noch nicht, aber es steht auch zur Debatte. Wir müssen uns da nochmal. Genau, da wollen wir noch nicht festlegen. Auf alle Fälle hat Codemasters auch noch ein neues Spiel rausgebracht, was ähnlich funktioniert wie Mario Kart auf Formel 1. Ist ja auch lustig. Und dann sehen wir uns ja vielleicht auch, da will ich mich ja auch nicht festlegen, beziehungsweise wollen wir wahrscheinlich auch noch nichts versprechen, weil es immer mit den Versprechen ist immer so eine Sache. Auf alle Fälle wartet auch noch so eine komische Kartbahn. Da, ihr wisst, was ich meine. Wartet auf uns im Sommer vielleicht. Ja, das könnte. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Also, das wäre Hammer, wenn wir das hinbekommen. Also ja, da werden wir alles dran setzen, dass das klappen. Dass das ja klappt. Ja, das ist echt. Also Leute, also auf Deutsch gesagt, ich sag mir immer, YouTube setzt keine Grenzen und wir setzen uns auch keine Grenzen und ich hoffe, du bist bei dem Grenzenlosen dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen der gesamten Saison. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hau da rein. Mach's gut. Tschüss. Und tschüss auch vom Sturzio. Woohoo! Das war's. Die erste Saison ist vorbei. Ah, nee, da muss ich wirklich sagen, war cool. Ja, das war Hammer. Schade, eigentlich, dass es vorbei ist. Ja, schade. Aber ey, das ist ja wirklich ein Ding, wa? Das ist mir erst danach aufgefallen, mit einem Frame in die Wand. Das ist echt lustig. Naja.